Moin moin und herzlich willkommen zum Mid-Year Book Freakout Tag oder auch einfach zum Halbjahresfazit. Das erste Halbjahr 2021 ist um und da kann man diesen Tag, diese Fragen immer sehr, sehr gut beantworten, um so ein bisschen das erste Halbjahr Revue passieren zu lassen und zu schauen, was habe ich eigentlich gelesen, was waren meine Highlights, was waren meine Überraschungen, was waren meine Enttäuschungen und vieles mehr Fragen. Fragt dieser Tag ab und deswegen mache ich den jedes Jahr auch immer sehr, sehr gerne mit und schaue den bei anderen immer sehr, sehr gerne. Ja, um so ein kleines Resümee zu ziehen, auch für sich selbst nochmal mit diesen Büchern zu beschäftigen, ist so ein bisschen der kleine Bruder von den Jahreshighlights ganz am Ende des Jahres, was so mit einer meiner liebsten Formate hier auf YouTube sind und ja, davon. Ausgehend, dass das immer sehr, sehr viel geklickt wird, glaube ich auch, dass es von euch eines der liebsten Formate ist. Ja, ich habe mir jetzt die Fragen einmal alle durchgelesen und mir alle Bücher hier rausgesucht und gesammelt von meinem Bücherregal, um euch jetzt wieder so ein paar Bücher ins Gedächtnis zu rufen, die ich euch schon mal in den letzten Monaten gezeigt habe. Und es hat wirklich Spaß gemacht und es war auch nicht immer einfach, sich zu entscheiden. Manchmal ja, doppeln sich die Bücher oder man hätte da mehrere Bücher zeigen können. Ich habe jetzt versucht, mich hauptsächlich immer auf ein Buch zu beschränken und manchmal nenne ich dann halt mehrere. So ist das dann nun mal. Ihr kennt das sicherlich auch. Ja, die Fragen habe ich wieder hier auf meinem alten Handy und da das sehr, sehr viele Fragen sind, wollen wir gleich mal mit der ersten beginnen. Und zwar ist das gleich die ultimative Frage: Welches Buch war dein bisheriges Jahreshighlight? Sowas fällt mir eigentlich immer sehr, sehr schwer, weil ich auch wirklich dieses Jahr sehr viele Bücher gelesen habe, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss ehrlich sagen, so schwer ist mir das diesmal gar nicht gefallen, weil da einfach eines bei raussticht, das einfach mich so umgehauen hat. Und deswegen werde ich das euch hier auf jeden Fall zeigen. Und zwar ist es Das sternlose Meer von Erin Morgenstern. Ja, dieses Buch hat mich wirklich sprachlich, inhaltlich umgehauen. Und dann war es auch noch eine wunderbare Leserunde mit der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Und da war der Austausch einfach toll. Und weil wir da beide so begeistert von diesem Buch waren, war es noch umso schöner, sich gegenseitig hochzupuschen und gegenseitig noch Zitate vorzulesen, welche Stellen man einfach toll fand. Und ja, es hat auch irgendwie mein Nerdherz total berührt, aber auch diese märchenhafte Sprache, diese vielen Symbole, die man irgendwie entschlüsseln konnte. Und es war auch einfach was ganz Eigenes und kaum vergleichbar mit anderen, ja, mit anderen Geschichten. Und dann ist es auch noch ein Protagonist, den ich wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Und zwar ist das Zachary, der während des Schreibens seiner Masterarbeit immer wieder in die Bibliothek geht, um dort Bücher auszuleihen zum Lesen und sich in diese Welten irgendwie, ja, zurückflüchtet und er dann eines Tages ein Buch findet, in dem mehrere Geschichten drin sind und eine handelt von ihm. Und das ist eine Erinnerung aus seiner Kindheit, die er bisher niemandem erzählt hat. Und dann macht er sich auf die Suche nach weiteren Büchern, nach weiteren Geschichten und gerät in einen Strudel und irgendwann gerät er auch ans sternlose Meer. Ja, das müsst ihr einfach selbst entdecken. Das kann man auch gar nicht so zusammenfassen. Es sind Geschichten in der Geschichten drin und sehr verworren und sehr, ja, komplex und trotzdem hat es nie den roten Faden verloren, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Es gibt ganz viele tolle Bücheranspielungen und Zachary ist ein ganz toller, liebevoller Nerd, mit dem man sich einfach, gerade wenn man selbst ein Nerd ist, auch sehr, sehr identifizieren kann. Und diese Settings und Atmosphären, die hier geschaffen werden, sind einfach wundervoll. Und dieses Buch könnte man, glaube ich, auch öfter lesen, damit man da noch mehr einsteigen kann, weil vieles ist einfach auch immer noch in Fragezeichen geblieben und ja, das wurmt mich ja immer so ein bisschen, aber umso mehr habe ich danach recherchiert und Interviews durchgelesen und ja, noch andere Artikel, die sich damit beschäftigen und das zeigt dann auch, was für ein tolles Buch das war.
Und es geht ganz wunderbar weiter, nämlich mit der zweiten Frage, welche Reihenfortsetzung fandest du bisher am besten? Auch da ist es mir nicht schwer gefallen. So viele Reihenfortsetzungen habe ich auch gar nicht gelesen. Also, aber bei dem war es mir ziemlich klar. Und zwar ist das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Arden. Schon den ersten Teil fand ich ganz, ganz wunderbar. Winterliches, russisches Setting, sehr, sehr naturverbunden, magisch, mystisch, eher ruhig erzählt, auch eher eine sehr spezielle Geschichte, die nicht so typisch ist. Und ja, besonders von der Atmosphäre, von der Naturverbundenheit und von Vasya, unserer Protagonistin, die wirklich ein Wirbelwind ist und die man kaum bremsen kann und die einfach ja die Naturgeister sehen kann und sie retten möchte. Die Bedrohung dann auch noch von einem sehr, sehr düsteren Wesen. Das alles hat mich sehr beeindruckt und hier im zweiten Buch bin ich ihr irgendwie noch näher gekommen, hatte ich das Gefühl, dass ich noch mehr in ihre Gedanken- und Gefühlswelt abtauchen konnte. Hier sehen wir sie auch tatsächlich als junge Frau. Im ersten Band war sie noch ein Mädchen und jetzt ist sie jetzt mittlerweile eine junge Frau und trotzdem immer noch ungebändigt und sie macht jetzt ihre Abenteuer und geht mehr ja, unter Menschen und wie das alles so kommt und was da alles passiert. Das kann man hier in diesem zweiten Band erfahren. Also es ist kein typischer zweiter Band, der irgendwie so abgeflacht ist, sondern ja, gleichbleibend, richtig, richtig toll. Und da freue ich mich auch sehr auf den dritten Band, der ja dieses Jahr erscheinen wird. Drittens, eine Neuerscheinung, die du lesen wolltest, aber bisher noch nicht geschafft hast. Ja, da habe ich einige auf meinem Sub, die hier noch liegen und dieses Jahr erschienen sind. Ich habe mich jetzt aber für König und Meister von Theresa Hannig entschieden. Das Buch ist im Februar erschienen und ja, das möchte ich unbedingt noch lesen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Sommer machen werde oder ob ich es vielleicht eher im Herbst schieben werde, weil es einfach da eher reinpasst von der Stimmung her. Es ist so auch eine sehr, sehr skurrile Mischung aus so ein bisschen Mystik und ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi. So richtig aus dem Klappentext kann man halt eben auch nicht lesen, was da alles passiert. Aber ja, es geht um einen König und einen Meister und ich glaube um irgendeine Frau, die Nüsse sammelt für ihren König. Was ich immer sehr, genau, sie nie vergisst, die Walnüsse aufzusammeln, die der Meister im Garten des Königs fallen lässt. Also, was es damit auf sich hat, das hat mich einfach nicht losgelassen, obwohl ich nicht wusste, in welche Richtung das geht. Deswegen ist das Buch hier eingezogen und deswegen will ich es auch dieses Jahr auch sehr, sehr gerne noch lesen. Viertens, auf welche Neuerscheinungen im zweiten Halbjahr freust du dich am meisten? Ja, zu dieser Frage habe ich ein extra Video gedreht und habe euch alle Neuerscheinungen gezeigt, die mich besonders ansprechen. Ich wollte jetzt keins der Bücher nehmen aus diesem Video, sondern ja irgendwie ein anderes. Ich habe da ja alle Fortsetzungen rausgelassen und dann dachte ich, nenne ich euch vielleicht in diesem Video zu dieser Frage ein paar davon. Also auf jeden Fall zu dieser Reihe hier wird der dritte Band und abschließende Band, glaube ich, noch vor Weihnachten erscheinen und da freue ich mich sehr drauf. Aber auch zu Kuschelflosse, das ist ja so eine Kinderbuchgeschichte und die auch als Hörbuch, als Hörspiel vertont wurde. Und auch da wird ein neuer Band, ich glaube der siebte Band mittlerweile erscheinen, das werde ich mir als Hörbuch auf jeden Fall wiederholen, gelesen von Ralf Schmitz. Und das ist ja so eine wunderschöne, verträumte, zauberhafte Unterwassergeschichte. Wieder sehr, sehr lustig durch Ralf Schmitz Vertonung und auch durch Nina Müller heißt die, glaube ich, die Autorin, die das auch einfach wunderbar schreibt. Also gibt es sowohl als Bilderbuch als auch als Hörbuch, kann ich beides sehr empfehlen. Und ich hoffe, dass der siebte Band mich auch wieder so begeistern kann. Und es gibt eine Neuerscheinung, die ich euch eigentlich im ersten Video, also im Video für das erste Halbjahr 2021 gezeigt habe. Und zwar sollte eine Schmuckausgabe erscheinen von einem Buch, was ich selbst hier schon habe und auch schon gelesen habe. Aber die Schmuckausgabe ist so besonders, dass ich sie sehr, sehr gerne besitzen möchte. Und ich habe sie auch schon vorbestellt. Sie sollte jetzt eigentlich Ende Juni erscheinen. Leider wird das nochmal um einige Monate sich verzögern. Ja, hat so ein bisschen was mit dem Brexit zu tun und
mit Zöllen und so weiter. Ich habe mich so ein bisschen erkundigt bei dem Verlag und ja, sehr ärgerlich für den Verlag. Aber ganz ehrlich, es passt eh besser in den Winter und in die dunkle Jahreszeit. Und zwar ist das Weißer Schrecken von Thomas Finn. Das ist jetzt die Taschenbuchausgabe und gibt es so nicht mehr neuwertig zu erstehen. Und die Schmuckausgabe, die kostet, ist halt so eine Sonderausgabe, die hat jetzt, ich glaube, 75 € gekostet, aber das ist auch mit Schuber und mit Zusatzmaterial, was man da rausnehmen kann, mit Karten und mit Illustrationen, also da erwarte ich einiges. Und da hatte ich eigentlich auch einen Reread geplant, dann im Dezember, weil das Ganze eben auch mit ja, der Sage um Krampus, um den Knecht Ruprecht geht und alles auch so zu Weihnachten und im Winter spielt, hatte mir damals richtig, richtig gut gefallen und deswegen wird das bei mir einziehen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass das dann wahrscheinlich denn Ende September, Anfang Oktober erscheinen wird und ja, ist natürlich, da muss man ein bisschen Geduld haben, aber solange es vor Weihnachten erscheint, bin ich eigentlich zufrieden damit. So, jetzt machen wir den Schlenker von den tollen Büchern einmal rüber zu den etwas enttäuschenden Büchern, denn die fünfte Frage fragt auch nach dem Buch, was mich bisher am meisten enttäuscht hat. Ja, das war auch gar nicht so schwer. Ich habe nämlich so viele Flops in diesem Jahr bisher gar nicht gehabt und eines ist es mir einfach ganz frisch im Gedächtnis und enttäuscht, dieses Wort beinhaltet ja auch, dass man eine gewisse Erwartung hatte. Also man kann von einem Buch, wo man eh nicht so große Erwartungen hatte, ja auch eher schwer enttäuscht werden. Aber von einem Buch, wo man große Erwartungen hat, dass es vielleicht zu einem Highlight wird und dann aber nicht geworden ist, dann kann man schnell enttäuscht werden. Und das war auf jeden Fall bei Das Bildnis des Dorian Gray der Fall. Und ja, da hatte ich einfach bei diesem Klassiker, der so umschwärmt wird, einfach das Gefühl, das wird mir auf jeden Fall auch gefallen. Ich hatte da schon mal reingelesen und die Sprache hat einfach mich unglaublich verzaubert in dem Moment. Aber leider, ja, habe ich euch ja jetzt in dem Lesemonat im letzten auf jeden Fall auch schon erzählt, dass ich es auch sehr, sehr anstrengend fand und ja, durchzulesen. Das lag hauptsächlich an ellenlangen Monologen, Dialogen, die sich ins Philosophische ergangen haben, ohne dass die Handlung nach vorne gebracht wurde. Auch diese düstere Atmosphäre, die zwischendurch mal aufgeblitzt ist, aber kam hier für mich viel zu kurz. Und ja, auch den Protagonisten, denen bin ich überhaupt nicht nahe gekommen. Da war vieles nicht nachvollziehbar und ja, erst recht nicht seine Entwicklung zu dem ja, sündenhaften Menschen. Und ja, aber die Idee dahinter fand ich einfach so grandios, dass sein Bild von ihm, sein Gemälde hat, an seiner Stadt altert und die Sünden aufzeigt und er eben ewig ein wunderschöner junger Mann bleibt, egal wie sündenhaft und verschwenderisch erlebt. Also die Idee dahinter fand ich toll. Gerade deswegen war es für mich eben so enttäuschend, ja, dass die Ausführung nicht so war, wie ich es gern gehabt hätte. Ja, und dann kommen wir als nächstes auch schon zu einem weiteren Flop. Die Frage heißt zwar, sechstens, welches Buch hat dich am meisten überrascht? Aber ich muss sagen, mir ist ein Buch eingefallen, das mich zwar erst positiv überrascht hat, aber mich dann enttäuscht hat, weil bei den anderen Büchern, die ich alle gut fand, da war es für mich nicht so überraschend, wo ich gesagt habe, ach, das hat mich jetzt aber überrascht, dass es mir gefallen hat, weil ich suche Bücher ja auch wirklich schon sehr, sehr explizit aus, dass mir das gefallen könnte und da freue ich mich dann drauf. Und wenn es mir dann gefällt, dann ist es nicht groß überraschend. Wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls habe ich mich jetzt für Zimmer 103 von Simone St. James entschieden. Das habe ich euch auch jetzt gerade erst im Lesemonat gezeigt. Da beginnt es halt ganz zu Anfang gleich mit, ja, mit Geistern und Spukgeschichte und damit hatte ich in diesem Buch gar nicht gerechnet. Ich dachte eher, das wäre ein Spannungsroman oder ein Thriller, den man ganz loggerleicht so wegliest und total an den Seiten gefesselt ist, ein richtiger Page-Turner. Ja, und dass dann hier so eine Geistergeschichte eine Rolle gespielt hat, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ja, nach den positiven Überraschungen wurde es eigentlich leider immer schlechter und mich hat es überhaupt nicht gefesselt. Und zum Schluss muss ich auch sagen, dass diese Geistergeschichte, die hier eine Rolle gespielt hat,
ja, eigentlich auch hätte weggelassen werden können, weil ich fand es weder gruselig, noch hat es die Handlung vorangetrieben oder irgendwas dazu beigetragen. Und es hat irgendwie, ist nur so am Rande irgendwie mitgeklungen und deswegen fand ich es ja tatsächlich überraschend, aber enttäuschend auch gleichzeitig. Ein zweiter Flop. Wenn ihr zu diesen beiden Flops mehr wissen möchtet, dann schaut gerne in meinen Lesemonat. Frage 7 und auch 8 werde ich tatsächlich überspringen. Und zwar ist Frage 7, welcher mein Lieblingsautor oder meine Lieblingsautorin ist. Und ja, da muss ich sagen, es gibt natürlich viele tolle Highlights, die ich gelesen habe, aber nur weil mir ein Buch großartig gefallen hat von einer Autorin oder von einem Autor, heißt es nicht sofort, dass er mein Lieblingsautor ist. Ich finde, da muss man dann mindestens zwei Bücher gelesen haben, um zu wissen, ja, das ist ganz klar, ganz eindeutig King oder so zum Beispiel. Oder es waren eben Bücher, wo ich schon wusste, dass es vorher Lieblingsautoren waren, also schon vor 2021. Es gibt jetzt nicht das eine Buch, wo ich sage, ja, das hat mir sprachlich so gut gefallen. Also zum Beispiel Erin Morgenstern wäre jetzt zum Beispiel ein Kandidat gewesen, aber von ihr habe ich vorher auch Der Nachtzirkus gelesen und da fand ich zwar auch den Schreibstil und die Atmosphäre wieder ganz, ganz toll, aber Der Nachtzirkus hat mir ja so mäh gefallen. Also kann ich jetzt nicht eindeutig sagen, dass es eine neue Lieblingsautorin ist. Und ja, auch bei den anderen, da muss ich, wie gesagt, mindestens zwei Bücher gelesen haben. Das war nicht der Fall. Deswegen überspringe ich das jetzt. Und auch die achte Frage, die nach meinem neuen Schwarm fragt, also Book Boyfriend oder Book Girlfriend, ja, sowas. Ich schwärme ja nicht so viel für bestimmte Personen in Büchern. Das passiert mir dann eher mal in Filmen und in Serien, aber ich lese ja auch nicht so viele Liebesbücher. Deswegen ja, kommt das nicht so häufig vor, also werde ich das auch überspringen. Aber die nächste Frage ist dann wieder auf jeden Fall eine, die ich sehr, sehr gerne beantworte. Und zwar wird dann auch nach einem Charakter gefragt. Nicht in den ich mich irgendwie verliebt hätte, sondern einfach ein Lieblingscharakter von mir. Ich guck mal eben, ob das auch wirklich stimmt. Genau, neuntens, dein neuer fiktionaler Lieblingscharakter. Ja, da habe ich mich für Arthur Parnassus aus Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Clune entschieden. Auch ein Highlight, eine wunderbare Wohlfühlgeschichte. Und Arthur Parnassus ist eben der Leiter dieses Heims und ist wunderbar extravagant, was seine Klamotten betrifft, aber auch irgendwie von seinem Charakter her. Er ist ein bisschen humorvoll, er ist sanft, er ist aber auch sehr intelligent und philosophiert sehr, sehr viel und ist liebevoll und ja, hat irgendwie aber trotzdem so einen Schalk im Nacken. Und er hat mich so ein bisschen an Dumbledore erinnert aus Harry Potter. Und da ist ja auch ganz klar Dumbledore einer meiner liebsten Figuren. Und deswegen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so alt ist wie Dumbledore in Harry Potter, sondern ein bisschen jünger, hat es mich total an ihn erinnert, weil er eben auch so ein bisschen flippig und ausgefallen ist und trotzdem irgendwie so diese sanfte und intelligente Note hat. Und auch etwas anderes hat mich an Dumbledore erinnert, aber ja, das möchte ich nicht verraten. Das ist nämlich eins der großen Geheimnisse. Ja, wirklich ein sehr, sehr schön ruhig erzähltes, rührendes und zauberhaftes Buch, was man, finde ich, auch sehr gut im Sommer zwischendurch mal lesen kann. Zehntens, ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Ja, da habe ich mich entschieden für Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate, ist nach einer wahren Begebenheit geschrieben worden, natürlich mit einigen Freiheiten. Es ist nämlich aus der Sicht eines Gorillas geschrieben von Ivan, der in der Gefangenschaft aufwächst bzw. gefangen wurde für ja, eine Zirkusmall und dort die große Attraktion ist, bis er dann irgendwann in die Jahre kommt und ja, neue Attraktionen her müssen und dann ja, ein kleines Elefantenbaby angeschafft wird und das soll trainiert werden. Und er fängt an zu überlegen, ob das eigentlich alles so richtig ist. Also er hat sich mit den Menschen arrangiert und fühlt sich in seinem Gefängnis so weit eigentlich ganz wohl, aber dann
Als er dann dieses kleine Elefantenmädchen kennenlernt, dann macht er sich Gedanken über Freiheit und über Zuhause. Und er malt sehr gerne und versucht sich dadurch auszudrücken. Und das ganze Thema ist natürlich auch sehr ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich finde, das wurde hier sehr gut aufgegriffen und ich fand das sehr rührend. Ich habe das als Hörbuch gehört, gelesen von Dietmar Wunder, also die Stimme von Adam Sandler, und irgendwie, ja, also die Gedanken des Gorillas fand ich einfach total schön gemacht und nicht zu sehr vermenschlicht, und trotzdem so, dass man sich hineinversetzen konnte. Und ja, die ganze Thematik war auf jeden Fall rührend, auch die Tiere untereinander. Dann gab es noch einen kleinen Hund, einen Streuner namens Bob, der hier eine Rolle gespielt hat und der sich mit Ivan anfreundet. Und das Ende, ja, das war nicht zu happy, sondern immer noch realistisch und trotzdem, ja, womit man leben konnte. Und deswegen, es hat mich aus Rührung zum Weinen gebracht, aber natürlich auch, weil es doch eine sehr traurige Thematik ist von eingesperrten Tieren. 11. Ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Ja, da kann ich auf jeden Fall wieder Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte hier in die Kamera zeigen, aber ich wollte es nicht doppelt machen und deswegen habe ich mich für Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham entschieden. Ja, ein Kinderbuchklassiker, den ich jetzt hier in zwei Ausgaben habe, in zwei verschiedenen Illustrationsausgaben aus verschiedenen Verlagen. Ja, und ich muss sagen, dass mich diese Geschichte wirklich auch sehr gerührt hat, aber auch sehr glücklich gemacht hat, weil es ist auch eine sehr naturverbundene Geschichte. Es handelt von viel, viel von Freundschaft, aber auch ist sehr, sehr humorvoll, und zwar durch den Kröterich, der hier eine Rolle spielt. Also in der Hauptrolle spielt auf jeden Fall der Maulwurf, der eben aus seinem Maulwurfsbau hinausgeht und so ein bisschen die Welt entdecken möchte und dann auf die Ratte trifft, die ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und ja, mit ihnen auf dem Fluss hin und her fährt in sein Boot und mit ihnen Abenteuer begeht. Und dann gibt es natürlich aber noch den Kröterich, der ja, seine Freunde sehr auf Trab hält, der sich immer wieder neue Abenteuer stürzt, kopflos ist, so ein bisschen egoistisch und der sich von sich selbst sehr eingenommen ist, aber trotzdem irgendwie ja ein Freund von ihnen ist. Und seine Abenteuer, die haben mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht, zum Lachen gebracht. Und ich habe das auch als Hörbuch gehört, gelesen von Harry Rowohlt und mit Geräuschen untermalt, mit Musik untermalt. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ja, ein Buch, was mir wirklich ans Herz gegangen ist. Und ja, es war manchmal auch so ein bisschen melancholisch, poetisch, aber war nie zu traurig oder zu düster, sondern es hat immer so einen positiven Anteil. Und dann kam wieder eine Geschichte über den Kröterich und man konnte wieder ein bisschen schmunzeln. 12. Das optisch schönste Buch, das dieses Jahr bei mir eingezogen ist. Ja, da kann ich euch ja unglaublich viele Bücher zeigen. Ich habe ja in diesem Jahr sehr, sehr viele Schmuckausgaben gekauft und dann eben auch Der Wind in den Weiden habe ich euch ja gerade erst gezeigt. Unglaublich schöne Illustration. Aber auch diese Schmuckausgabe von Harry Potter von Mina Lima mit diesen kleinen Gimmicks, wo man ja so Pappe aufklappen kann, Fenstern und was bewegen kann, Rädchen drehen kann, aber auch einfach so diese Illustration wunderschön, also ganz, ganz toll aufgemacht und ja, aber auch von außen hier dieses Türmchen, diese Ornamente hier. Also das ist wirklich eins der schönsten Ausgaben, aber auch hier von Cornelia Funke, Palast aus Glas. Das sind ja mehrere Geschichten aus der, na, wie heißt es noch, aus der Reckless-Reihe. Und ich finde auch, das ist ein wunderschönes Buch. Aber auch Undine von Benjamin Lacombe, was gerade ganz kürzlich hier bei mir eingetroffen ist in Jennys Tauschpaket. Das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Auch das ist natürlich ein echter Hingucker. Die unendliche Geschichte ist bei mir als Schmuckausgabe eingetroffen. Also ja, also das ist natürlich auch meine große Leidenschaft neben dem Lesen von wunderschönen Ausgaben, also diese zu sammeln, das gehört eben zu mir einfach auch dazu. 13. Welches Buch musst du dieses Jahr noch unbedingt lesen? Ja, ich bin ja gar nicht so jemand, der sich viele Listen macht oder sich so viel vornimmt, sondern ich lese ja am liebsten
nach Stimmung. Aber es gibt natürlich so ein paar Challenges, die ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen habe. Zum Beispiel die Bücher, die am längsten auf meinem Sub liegen. Also von da möchte ich gerne noch Bücher lesen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, Reihen zu beenden. Und da möchte ich auf jeden Fall diese beiden Reihen beenden. Einmal die Nebelgeborenen von Brandon Sanderson, wo ich Band 1 bisher gelesen habe und Band 2 liegt hier schon bei mir. Und auch die Rabenringe-Trilogie von Siren Patterson, da habe ich jetzt Band 2 ja letztens erst beendet. Und da möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr auch noch die Gabe, also den dritten Band, beenden. Und darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Ich möchte nicht mehr so viel Zeit zwischen den Bänden haben, weil man einfach sehr viel vergisst, oder ich jedenfalls. Und dann einfach noch viel mehr in der Geschichte drin ist. Und das sind auch beides Reihen, Fantasy-Reihen, die mich auf jeden Fall auch sehr, sehr ansprechen und die Protagonisten auch wirklich toll finde. Und jetzt sind wir auch bei der letzten Frage angekommen. Und zwar ist die Frage nach der Buchverfilmung, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und das schreibe ich mir ja nicht auf, was ich alles gesehen habe. Das könnte einiges sein. Mir sind jetzt auf Anhieb erstmal drei Filme eingefallen von Büchern, die ich tatsächlich auch gelesen habe. Und zwar ist das, Moment, einmal von Daphne du Maurier. Da habe ich ja diese beiden Klassiker auch gelesen. Einmal Rebecca und meine Cousine Rachel. Das habe ich ja dieses Jahr zusammen mit der lieben Maike und der lieben Sarah gelesen. Und danach haben wir auch tatsächlich gleich die Neuverfilmung angeschaut auf Netflix. Und auch Rebecca wurde ja neu verfilmt. Und beide Filme haben mir wirklich sehr gut gefallen. Also besonders bei meine Cousine Rachel, das ist mir aufgefallen, dass wirklich sehr nah am Buch war. Und bei Rebecca ist es ja jetzt ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Da kann ich jetzt nicht mehr ganz so vergleichen, aber mir hat die Stimmung unglaublich gut gefallen. Ja, diese unterschwellige Spannung. Und ja, also da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Neuverfilmung auf Netflix anzuschauen, wenn es die da noch gibt. Und dann habe ich noch The Ending geschaut von Ian Reid, auch auf Netflix. Da hatte ich mich drauf gefreut, obwohl ich ja immer so ein bisschen skeptisch bin, gerade bei so Lieblingsbüchern, wozu ja auf jeden Fall The Ending auch gehört, das wirklich ein sehr, sehr spezieller psychologischer Thriller ist. Sehr kurz und trotzdem hat mich das total in seinen Bann geschlagen. Da war ich sehr gespannt auf die Verfilmung. Also irgendwie musste ich sie mir trotzdem angucken, aber die hat mir gar nicht gefallen. Viel zu lang. Also das Buch ist so kurz und der Film ist so lang gezogen. Ich glaube, über 2 Stunden geht der. Und ich finde, das hat die Stimmung überhaupt nicht eingefangen irgendwie. Es war zwar auch sehr seltsam, aber nee, also das fand ich ziemlich öde und nicht so gut. Also hier war es zwar auch total skurril und man wusste nicht so richtig, was hier abgeht, aber trotzdem war es die ganze Zeit eine Spannung dabei und man wusste nicht genau, warum man eigentlich hier sich so fürchtet. Und das genau steht hier ja auch drauf. Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Also fürchten ist vielleicht das zu große Wort, aber man hat irgendwie immer ein ungutes Gefühl, wenn man dabei liest, wie dieses Pärchen, dieses frische Pärchen, was frisch zusammen ist, zu seinen Eltern fährt und in einen Schneesturm gerät und bei seinen Eltern ist irgendwie auch alles komisch und sie denkt darüber nach, Schluss zu machen und gleichzeitig fühlt sie sich zu ihm sehr hingezogen. Es ist schon ein sehr spezielles Buch, was auch die Gemüter spaltet, aber bei dem Film, ja, da war ich tatsächlich sehr enttäuscht. Möchte ich mir lieber die Erinnerung aus dem Buch beibehalten. Ja, das war der Tag, das war mein Halbjahresrückblick fürs erste Halbjahr 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen zurückzublicken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Fragen, einige davon oder alle, wie ihr möchtet, ja auch in den Kommentaren beantworten. Ich finde das extrem spannend und schaue dieses Video auch sehr, sehr gerne bei anderen. Ja, und dann entdeckt man natürlich auch immer wieder tolle neue Bücher. Und jetzt freue ich mich auf das zweite Halbjahr, ob das genauso klasse wird, weil ich bin wirklich sehr, ja, doch sehr zufrieden mit meinem ersten Halbjahr. Man könnte natürlich immer noch mehr lesen am liebsten, aber ja, da kommt ja immer noch ein bisschen das Leben dazwischen. Aber ich habe so viele tolle Bücher auf meinem Sub, da wird sich einiges wieder verstecken und ich werde natürlich wieder berichten. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.